YouTube-Video endlich filmen. Ja. Okay. Hey! Hi. Hi, ich bin Esther. Ich bin Josia. Und wir haben einen YouTube-Kanal. Genau, uns liegt es voll auf dem Herzen, einfach von Jesus zu erzählen, von dem, wie wir die Beziehung zu Gott leben, erleben. Ja, das Video ist nicht auf den Fokus. Aber lass es bitte nicht irritieren. Wir können es nicht nochmal schießen, also. Sorry. Uns liegt es auf dem Herzen, Gottes Wort zu verkünden. Und ich finde, Social Media ist da voll die coole Möglichkeit, die Gott uns auch geschenkt hat. Genau, und ich glaube, es gibt eine riesige Lücke auf YouTube, wo wir einfach auch reintreten wollen und gesunde Beziehungen zeigen wollen. Wo wir gesunde Wege einfach finden, zeigen wollen, wie du mit deinem Leben, mit deiner Identität, aber auch mit Gott umgehst. Und was wir am meisten einfach voll aufbauen wollen, ist so eine Gemeinschaft, wo einfach jeder kommen kann, wo jeder seine Struggles gerade zeigen kann oder einfach mit jemand reden kann. Und dass wir da voll eine Gemeinschaft und einen Ort aufbauen, wo man miteinander Gottes Wort durchforsten kann und einfach Antworten finden kann. Wir haben vor, den YouTube-Kanal in drei verschiedene Segmente einzuteilen. Josias Teil, meinen Teil und einen, wo wir einfach gemeinsam vor der Kamera sitzen. Und in jedem werden wir verschiedene Themen ansprechen und mit euch teilen. Und wir hoffen, dass es euch ermutigt und dass für jeden von euch was dabei ist. Genau eben, dass es für jeden was dabei ist. Wir wissen, es gibt viele verschiedene Lebenssituationen. Ich persönlich gehe jetzt durch was anderes wie Esther und ich glaube, für jeden kann da was dabei sein und für jeder kann einfach das Segment finden, wo ja gerade einfach für die ansteht in der Season. Ja, yeah, genau. Also jetzt die Esther zeigt dir jetzt, was sie macht. In meinem Teil will ich mit euch über mein Glauben reden, über mein Leben, das, was ich erlebe mit Gott, was mich herausfordert, was mich voranbringt, wo ich wachsen lernen darf. Ich will euch mit in meinen Alltag nehmen, zum einen, was ich die letzten 12 Jahre in der Schule gelernt habe, erlebt habe, was jetzt auch im nächsten Jahr im FSJ kommt und auch, ja, wie ich Beziehungen gestalte, lebe zu meinen Freunden, zu meiner Familie. Ich wünsche mir, dass es echt ein ehrlicher, offener Ort ist, wo wir voll in Gemeinschaft sein können darüber. Ich will Girls Talks machen mit anderen Mädels, einfach darüber sprechen, was wir Ähnliches erlebt haben, wie wir verschiedene Sachen in unserem Leben erleben. Und in all dem will ich dich einfach ermutigen, dich auf die Suche zu machen nach deiner Identität, nach dem, was Gott vielleicht für dich vorhat, welchen Plan er für dein Leben hat und was dich wirklich erfüllen kann. Genau, also das war Esthers Teil. Was mir voll auf dem Herzen liegt, ist die Identität eines Mannes. Also ich glaube, ich glaube nicht. Du musst sicher sein, da musst du reintreten. So. Also mein Herz ist, dass ich viel über die Identität eines Mannes spreche und was das heißt im biblischen Kontext. Ich werde natürlich auch noch über mein Studium, über meine Arbeit, über meine Kirche, über meine Hobbys reden und wie man das alles einfach vereinen kann, dass man Gott damit die Ehre bringt. Und ich weiß, Jungs haben viele Struggles, die Mädchen vielleicht nicht haben, umgekehrt natürlich auch, aber ich will einfach, dass ich da auch eine Plattform gebe, dass ihr euer Struggles sharen könnt, dass ich vielleicht ein paar Fragen antworten kann, wenn ich selber schon da durchgegangen bin und dass wir einfach als Männer lernen, wieder ehrgeizig zu sein, wieder Initiative zu ergreifen und auch das Leben zu leben, wo einfach Gott für uns bestimmt hat, dass wir unsere Stärken am meisten für sein Königreich einsetzen können. So, wir wollen natürlich auch zusammen vor der Kamera als Paar sitzen, darüber reden, wie wir Beziehungen, Fernbeziehungen erlebt haben und leben, wie wir es versuchen gut zu gestalten, sodass es auch Gott zur Ehre ist. Wir wollen über alle Höhen und Tiefen reden und echt ehrlich da reingehen. Genau, und natürlich auch über unseren Glauben zusammen, ob wir dann Bible Studies zusammen machen, vielleicht auch mit euch, wie wir das gestalten. Ne? Darauf dürft ihr richtig gespannt sein. Es geht jetzt erstmal los mit meinem FSJ hauptsächlich. Und wir wünschen uns echt, dass wir dadurch mit euch in Kontakt kommen können, dass es auch nicht feste, starre Programme sind, sondern wir euch auch einfach immer wieder überraschen können, mit was wir hochladen. Genau.
Ich hoffe, diese Einführung macht so ein bisschen klar, was so unser Herz hinter diesem Kanal ist. Wie immer, wenn ihr über was reden wollt, schreibt uns einfach an auf Instagram, auf YouTube, wie auch immer. Ansonsten wünsche ich euch wirklich noch einen wunderschönen Tag. Ebenso. Und bis bald. Bis bald.